Wie hast du dir das Dächlein denn vorgestellt? Wie ein Dach halt, so mit so Treppenstufen, und das geht dann nach oben hin und spitzt sich zu, und eigentlich wie jedes andere Dach, was wir bisher gebaut haben. Soll das wieder genauso ausschauen? Gott, wir sind so kreativ. Ja, das ist ein Dach. Ich meine, wie willst du ein Dach anders designen? Seien wir mal ehrlich. Weiß ich auch nicht. Siehst du? Ich dachte, du hast jetzt irgendeine kreative Idee und ich könnte mich darauf ausruhen. Ja, ich hab voll die kreative Idee, wir machen und, ein Dach. Und du würdest sagen, ach komm, Junge, lass mal, gib mal her. Ach komm, Junge, lass mal, gib mal her. Weil du weißt doch, wie ich zu Dachbau stehe. Wiederholst du jetzt alles, was ich sage? Ah, Moment. Ja, ich weiß, dass Dachbau dein größtes Hobby ist. Und ja. Deswegen habe ich mir gedacht, mache ich das mal. Weil du hast dir gedacht, schlechte Witze. Me got the evil plan. Und so, ne? Achso, apropos evil plan und so. Ich sollte vielleicht auch vorher hier runterspringen. Nein, das bisschen Holz, was ich gesammelt habe, mal verarbeiten. Ja, und mach mal keine Treppen gerade, weil wir brauchen auch noch Blöcke für den Mittelteil hier. Der runtergefallen. Yay. Hey, Grats. Nochmal hoch. Ivy freut sich drüber. Ey, normal rastet er mal so aus. Ja, eigentlich habe ich gerade Hunger, weil ich habe irgendwie vergessen, was zu essen vorher. Vor der Aufnahme? Ja. Ich habe heute auch noch nicht allzu viel gegessen. Du hast ja diese ich hab schon typisch bayerisch, habe ich schon was getrunken. aber diese blöde LOL-Sucht, weißt du? Ja, das ist dein Problem. Dann kommst du online und dann wirst du gefragt, ey, spielst du eine Runde mit? Denkst du so, sagst du, nee. Ja. Ihr seid mir zu schlecht, Jungs. Und dann wird gesagt, ach, Jung, weißt du was, du hast noch eine Runde spielen. Und der Juwel, der kann sich dann immer nicht losreißen. Nee. Irgendwie nicht. So, ich klau dir jetzt mal die Erde unter den Füßen weg. Nein. Meine Erde. So, ich habe übrigens keine Treppen. Gut. Hier. Wirf was rüber. Hast eine. Yay, noch eine Treppe. Ich kann noch eine Treppe setzen, ich bin stolz. Und wie setzt du die jetzt? Ich sitze. Eigentlich ist es nicht so schwer. Genau. Geh ich hier hoch. Hey, Grats. Und dann warte, dann setze ich sie dahin. Danke. So, gern geschehen. Ich wollte ja auch nur ein Sprungbrett hier nach Rüben, nach Rüben basteln. Nach Rüben. Nach Rüben. Weil mir Ossis, wir kommen ja nach Rüben. Ja. Das ist übrigens der Räuber Rübe Zahl. Zahn, oder? Nicht Zahl? Keine Ahnung, das ist Zahl. Bei uns ist es Grafzahl. Das ist schon wieder mehr anders. Schön. Das ist schon wieder eine total geile Konversation hier. Ich hasse dich übrigens. Ja, ich dich übrigens auch, und ich frage mich, warum ich die abgebaut habe. Bitch. Warum du überhaupt so eine Scheiße machst, Juwi, ich bin enttäuscht von dir. Ich von mir auch. Das freut mich. Wenigstens einer, der meiner Meinung ist. Und ihr so, von wem seid ihr enttäuscht? Ich bin enttäuscht von dir. Du hast dich gar nicht mehr gemeldet. Ich bin enttäuscht von deinem Dach. Du hast gesagt, du würdest mich auf ewig lieben und dann rufst du nicht mehr an. Ja, du, da habe ich mich versprochen. Ja. So. Ich wollte eigentlich sagen, PS, ich muss wieder bei dir melden. War das? Ich glaube, ich brauche was zum Zumauern. Ah, goddammit. Was willst du denn zumauern? Oben das eine Stückchen. Dann komme er nach oben. Der Loser, der er nicht springen kann. Juhu. Überraschung! Überraschung! Indianer! Servus. Ja, das ist auch so geil. Das ist auch so ein typischer Indianerspruch, ne? Ja. Klar. Was kennst du für Indianer? Ich kenn zum Beispiel den Shitting Bull. Shitting Bull? Ja. Er sitzt den ganzen Tag auf seinem Porzellanthron und naja. Der Name sagt ja alles. Der ist zum Beispiel voll der bekannte Indianer. Und dann kenne ich noch den, Ach, der, anderen Typen. Der kann auch voll viele tolle Sachen machen.
Zum Beispiel ein Regentanz. Das ist ein Arschloch. Ja, den mag ich auch nicht. Aber weißt du was? Jesus sprach, es werde, Ding. Moment. Na, jetzt mach doch nicht alles aus und an und so. Okay. Okay, dann lassen wir das. Es läuft gerade so heroische Musik, wie ich das Dach baue und dann der Regen dazu fällt. Und das mit dem Abendrot. Dramatisch. Dramatisch. Ich hab übrigens Abendrot gesagt, nicht Brot. Oh, Abendbrot? Was gibt es denn? Es gibt lecker belegte Stullen. Ob ich das als, Kind immer gehasst habe, irgendwie Abendbrot essen, Stullen. Ja, was hättest du gehabt? Irgendwas Warmes, irgendwas Geiles, irgendwas, was Mutti mit Leib und Seele gekocht hat. Du willst deine Mutti aufessen, Alter, Kannibale. Ach, Quatsch. Ach, nee. Ach, nee, du, das glaubst doch selbst nicht. Au, nein, da fehlt doch bloß noch eine Treppe. So, wir können ja mal einen Blick drauf werfen. Ich baue hier gerade mal ein bisschen was ab. Was baust du denn ab? Erde. Ah, okay. Weil wir brauchen Erde, glaube ich. Ich glaube, wir haben den Erdmangel. Also. Nee, ich mache hier oben schon mal einen Platz frei für unseren Platz dann, ne? Einen Platz frei für den Platz. Meinst du? Platz frei für Platz, Platz da. Ja. Ich weiß nicht, worum es gerade geht. Ich auch nicht. Ich bin weg, tschö. Ja, das ist, glaube ich, eine gute Wahl. Man merkt zum Glück gar nicht, dass wir heute voll überarbeitet sind. Nein, gar nicht. Ich bin auf dem Heimweg in der U-Bahn schon fast eingepennt. Obwohl ich einen Kollegen da hatte, mit dem ich reden konnte. Gut. Ja, so läuft das. Sag mal, diese fucking Bitch-Treppen. Entschuldigung. Fluch nicht so viel, Jovi. Bist ja fast schon wie der Balas. Alter, die sind so schlimm. Ja, ich hab mir aber inzwischen das Fluchen relativ gut abgewöhnt, oder? Das stimmt, dafür mache ich es, glaube ich, umso mehr. Ja. Deswegen lasse ich dich das Dach bauen, damit ich in einem guten Licht dastehe. Achso, Oder Hitler ficken und so weiter, ne? Also mein Tourette durchkommt. dass ich dann nicht so hier, sag mal, nicht so böse dastehe. Ja, denk so einer alle, bist du, Alter. Der Balas, der sagt auch mal was Böses, aber die Juwi, der flucht ja viel mehr. Alter, ich hasse Treppen so sehr. Mehr als dich, Balas. Mehr als dich. Hey, yay! Juwi, bau mal mehr Treppen. Ich hasse dich mehr. Warum? Du zwingst mich immer zum Treppenbau. Ja, Mann. Hat meinen gemeinen Plan durchschaut. Ey, wie kann die Treppe da hochrutschen? Ich hasse sie. Ich hab hier übrigens gerade voll die gute Idee. Ich baue hier einen Platz rein. Und dahin kommt so eine kleine Cafeteria. Das ist voll die gute Idee, weil wenn man geliehene Bücher liest, ne, kann man die gleich vollsauen. Das ist auch der Grund schlechthin irgendwie. Ja. Genauso, da gibt's dann auch so kleine wird's auch kleine Küchlein und sowas geben und dann hat man so total klebrige Finger und dann ganz viel Marmelade drin. Ja. Gefüllte Kropfen. Ich weiß gar nicht. Das muss ich jetzt auch mal fragen. Dunkin' Donuts, wer kennt das und wo gibt's das eigentlich überall? Also ich weiß, in Berlin gab's den damals. Ja, genau, daher kenne ich das auch. Ja, von unserem gemeinsamen Berlin-Trip sozusagen. Ja, da haben wir uns übrigens das erste Mal getroffen in live in Berlin. Genau. In live und bunt. In Farbe und bunt. Ach ja, sowas. Deutsche Welle Polen. Nee, gibt's die eigentlich noch irgendwo? Ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung. Ist aber interessant, ihr wohnt ja überall vielleicht ein bisschen verteilt, Leute. Kennt ihr Dunkin' Donuts bei euch aus der Gegend? Und wenn ja, wo ist das in der Nähe? Also ich denke vielleicht mal, also so Köln und so, da wird es sowas auch schon geben, oder? Also in München zum Beispiel gibt's da nichts. Nee, also ich dachte mir, die sind so in den großen Städten vertreten. Ich glaube, bin ich mir aber längst nicht sicher, in Hamburg gibt's das noch. Okay. Meine ich jetzt. Heißt aber nix. Nur weil Juwi das sagt, ne, muss das nicht richtig sein. Juwi hat ja eh keine Ahnung. Nee, aber ich meine das da irgendwie auf jeden Fall am Bahnhof mal gesehen zu haben. Okay. Glaube ich. Oder ich verwechsel das gerade mit Kentucky Fried Chicken.
Kentucky ist, war ich noch nie drin. Ich war da einmal, weil ich davon immer so viel gehört habe. Und dachte mir so, ja, Hühnchen eben, ne? Ja. Viel zu fettig und so, aber Hühnchen eben. Ja, Fastfood, ne? Fastfood ist immer viel zu fettig. Ja. So, Balas, guckst du? Ja, ich gucke. Ja, wo bist du? Unten. Unten, okay. Ich komme unten. Au. Okay. Jetzt hier, schau meine Ninja-Skills an. Hep! Ja, ich bin auf dem Baum. Und jetzt, hep! Und das nicht in den Heuwagen. Guck an. Ja, ich bin ja kein Assassin, ich bin Ninja. Das ist ein Unterschied, das muss man auseinanderhalten. Ich persönlich würde es noch ein weiter runterziehen auf beiden Seiten. Das Dach auf alle Fälle noch ein bisschen tiefer. Nach vorne hin, also die Ecken auch noch mal ein bisschen abrunden, da vielleicht auch noch mal ein bisschen Holz machen. So, die Ecken abrunden? Also wenn du hier vom Dach aus, ne? Ja. Linken, also den linken obersten Block, den Steinblock, den drunter, also und die zwei drunter noch, also drei, dann das nächste Feld zwei und das nächste eins, sodass es praktisch so ein bisschen spitz auch zuläuft nach oben hin. So, du bist dran, das darfst du machen, blick ich nicht. Okay, du bist zu doof. Ja. Ich muss auf jeden Fall Holzfarmen gehen und dazu mache ich jetzt aber wenigstens mal Tag. Siehste, ich darf nicht, aber Yui darf. Ich glaube, Yui wollte es einfach nur mal machen. Ich bin der Kameramann. Ich mach die Kamera an. Und reime schlecht. Aber echt. Du übrigens auch. Ja, ist mir egal. Ich habe auch nie gesagt, dass ich es kann. Schnee. Da drüben regnet's. Echt? Hier schneit's. Hey. Da regnet's. Da schneit's. Wie seltsam. Irgendwas stimmt hier nicht. Gehst du dann noch zwei Felder runter? Mit dem Dach. Warte, ich bin doch gerade gar nicht da. Ja. Ich wollte es nur gesagt haben. Ja, aber ja. Ja, aber ja. Ja, aber ja. Nein. Nein. Halt, stopp. Jetzt rede ich. Oh ja, auch ein Klassiker. Mensch, Andreas, ne? Du darfst doch deine Frau nicht einfach schlagen. Aber warum nicht? Die hat's doch verdient, Mensch. Das war ja nicht mal seine Frau, oder? Die nicht. Hat er die überhaupt geschlagen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Jetzt unterstellen wir ihm einfach irgendwas. Das ist voll gemein eigentlich, ne? Ja. Wir kennen den nicht mal. Vielleicht ist es voll der sympathische Kerl. Bestimmt. Wir sagen einfach, das ist ein Arschloch. Weiß ich nicht. Finde ich nicht okay. Ja, jetzt bin ich wieder schuld. Mhm. Klar, Juri. Du bist voll der schlechte Mensch. Aber um gerade mal kurz bei dem Thema zu bleiben, hast du eigentlich jemals mal Frauentausch geguckt oder irgendwie so? Ich habe mal eine Folge bei meinen Eltern gesehen. Also eine Folge komplett. Und ich muss sagen, Wahnsinn. Es ist die tollste Sendung, die es gibt. Es ist halt leichte Unterhaltung. Es ist, ja... Also ja. Ich hab's durchaus schon öfter mal geguckt, weil ich finde, das ist halt so eine geile Serie, wenn du gerade einfach nur nichts sehen willst quasi. Also wenn du nicht nachdenken willst und einfach nichts. Dann finde ich die ganz gut. Ja, und wenn du vorhast, dich umzubringen, dann bestätigt das dich das nur in deiner Meinung irgendwie. Also weil du von der Menschheit enttäuscht bist, so weißt du so, die Menschheit ist so schlecht, dann guckst du das und dann siehst du, jawohl, stimmt. Die Menschheit ist wirklich schlecht. Woran erkennt man das? Am Fernsehen. Oh ja. Schaut ihr eigentlich viel Fernsehen? Würde mich mal interessieren. So, ich wollte Aufmerksamkeit. Ja, hab ich gehört. Ja. Seid ihr so Fernsehgucker oder eher, was irgendwas anderes? Und wenn ja, was? Außer YouTube. YouTube zählt nicht, glaube ich. Und ich will mal wissen, was man sonst noch so gucken kann, außer YouTube. Weiß ich nicht. Was gibt's denn? Gibt's denn noch was? Weiß ich nicht. Mein Video. Yay! Yay, mein Video. Ja, ist ja auch nicht fast das gleiche, nur mit Werbung und von ProSieben. Echt? Ist von ProSieben? Ja, siehst du selbst, das weiß ich nicht mal, von wem das ist. Ja, also. Das ist es. Okay. So, ich glaube, das reicht jetzt auch bald, oder? Oh, das Eisen. Eisen haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Yay, Yui hat Eisen gefunden. Wahrscheinlich habe ich irgendwie in der letzten Folge Eisen gefunden.
Wo ich gerade so sage, haben wir lange nicht mehr gehabt. Hatten wir lange nicht mehr. Eisen. Wahrscheinlich war das so die letzte Aktion in der letzten Folge. Nee, ich habe Eisen gefunden. Und oh, Moment, Ende. Das Eisen, das nehme ich noch schnell mit. So viel Zeit muss sein. Nein, ja. Ich hatte Kuppel gefunden vorhin. Und wenn, dann ist nicht die letzte Folge, sondern die letzte Aufnahmesession, ne? Wäre die richtige Aussage. Ja, in dem Fall auch die letzte Folge. Inzwischen vielleicht schon nicht mehr. Ich meine, wir sind hier schon ein bisschen dabei, Jubi. Achso, ja, stimmt. Irgendwie habe ich die Zeit vergessen.